Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge First. Heute möchte ich es mir hier zur Aufgabe machen, einen lang ersehnten Traum zu erfüllen. Es gibt ja immer wieder ganz viele Leute, die in den Kommentaren ihre Wünsche aufschreiben. Und das Problem an First ist so ein bisschen, es kommt immer nur einmal pro Monat. Ja, ich weiß, es ist viel zu wenig, aber dadurch wird es auch nicht so wirklich gehen, dass ich jeden Wunsch erfüllen kann und jeden Vorschlag. Aber der Zuschauer Suchan S. schreibt jetzt schon seit Wochen und Monaten, er möchte gerne etwas zu Videospielbossen wissen. Und nicht einfach nur, wer ist der erste Videospielboss, sondern er hat eine ganz spezielle Anfrage, nämlich, was war der erste Videospielboss mit mehreren Phasen, also mehrstufige Bosse? Und beim ersten Boss hätte ich wahrscheinlich sogar sofort aus der Kanone schießen können, welcher es ist. Aber mehrstufige Bosse, da muss ich selber erstmal nachgucken. Und weil First ja hier ein Format ist, wo alle Beteiligten was lernen, lerne auch ich heute was, nämlich, was ist denn jetzt eigentlich der erste mehrstufige Boss? Das erfahren wir alle jetzt. Ich will mal ganz kurz erklären für alle, die ganz neu dabei sind, denn da wird es ja sicherlich ein paar von geben, wie das hier normalerweise abläuft. Ich erkläre meistens erstmal einen Begriff, ne, und versuche dann durch verschiedene Meilensteine zu erarbeiten, was waren denn so die wichtigsten Schritte, wie zum Beispiel bei Sportspielen oder bei explosiven Fässern. Ja, wo kamen explosive Fässer das erste Mal vor und wie hat sich das Feature entwickelt über die Jahre? Heute bei den mehrstufigen Bossen oder bei den Bossen im Allgemeinen machen wir das wieder ein bisschen anders. Das mache ich immer so in speziellen Folgen so, weil ich hier auch das Gefühl habe, einfach nur über Bosse zu reden, die mehrere Phasen haben, das ist ein bisschen wenig, weil irgendwie haben wir ja dann eigentlich nur immer dasselbe zu besprechen und das möchte ich an dieser Stelle nicht tun. Deswegen mache ich die Videospielbosse heute hier an verschiedenen Features fest, wie zum Beispiel, kennt ihr den Namen Boss Rush Modus? Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Oder wisst ihr, was ein Boss Game ist? Oder wisst ihr, was das erste Spiel war, in dem man einen Boss gar nicht bekämpfen musste? Solche Fragen möchte ich heute hier auch beantworten. Und bevor wir damit loslegen, erzähle ich nochmal was zum Videospielboss und das machen wir ganz, ganz kurz, denn ehrlich gesagt gibt es da nicht viel zu erzählen. Denn ich glaube, wir wissen alle, das ist eines der besten Features, die Videospiele haben. Man kennt sie in allen Formen, allen Farben. Es gibt die super einfachen, es gibt die mega schweren. Zu meinen Lieblingsbossen gehören ehrlich gesagt die mega großen. Ja, zum Beispiel diese riesige Bergschildkröte aus Final Fantasy XV, absoluter Favorit. Oder die Bosse aus Asuras Wrath, die halt so mit Planeten auf dich werfen. Und dann gibt es aber auch so Sachen wie Kronos in God of War, der einfach super spektakulär ist. Und ich wette, wenn ich jetzt hier irgendeinen von euch fragen würde, ihr könnt ja gerne in den Kommentaren eure Beispiele nennen, hat jeder was anderes zu sagen. Ne? Es gibt natürlich die Altbekannten, so wie Bowser, und du gibst ganz häufig auch so ganz persönliche Spielerfahrungen, wo irgendjemand vielleicht sich ganz besonders an einem Boss verbissen hat und ihn deswegen hier aufführen möchte. Deswegen schreibt gerne in den Kommentaren, was euer liebster Boss ist. Ich will es trotzdem hier nicht nehmen lassen, auch wenn wir hier heute nicht über den ersten Videospielboss eigentlich sprechen sollten, weil er nicht gefragt war, möchte ich mir nicht nehmen lassen, ihn trotzdem zu erwähnen. Denn vermutlich werden wir nicht nochmal über Videospielbosse in First sprechen. Deswegen gehen wir ins Jahr 1975. Da ist nämlich der erste Videospielboss erschienen. Und zwar im Videospiel D&D, also Dungeons and Dragons. Das ist damals für das Computerlernsystem Plato erschienen und war ein Text-Adventure. Und in Text-Adventuren ist es ja immer so, ich habe das an dieser Stelle schon häufiger erklärt, du kannst ja wirklich in alle Ecken rennen. Und zwar von Anfang an. Und damit es die Spieler in D&D nicht tun, haben sich die Entwickler einen Kniff ausgedacht, nämlich einen goldenen Drachen. Und dieser goldene Drache, der schmeißt sich euch entgegen, wenn ihr zu früh in die späteren Areale laufen wollt. Dieser goldene Drache war quasi nicht zu bezwingen in diesen frühen Stadien. Und damit gilt er als erster Boss. Eigentlich war es nur so ein Content-Block, muss man ganz ehrlich sagen, aber ja, daraus entwickelte sich dieses Prinzip. Später gab es noch das Spiel Phoenix und da ist tatsächlich der, ne, viele Historiker sagen, dass auch dieses Spiel als Spiel mit dem ersten Boss gelten würde, denn das ist technisch gesehen eigentlich das erste Auftreten eines Bosses. So, jetzt reden wir aber über die verschiedenen Kategorien, die ich mir ausgedacht habe. Und wir fangen an mit dem sogenannten Boss Game. Ja, das Boss Game, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist in den letzten Jahren populär geworden. Vor allen Dingen durch die Indie-Games. Es gibt aber auch ein paar große Namen. Das Boss Game erklärt sich ganz einfach. Es ist einfach ein Spiel, in dem ihr nichts anderes tut, außer Bosse zu besiegen. Ja, es fehlen meistens Plattformeinlagen, es gibt keine Rätsel oder so. Meistens gibt es nicht mal normale Gegner. Shadow of the Colossus ist natürlich der wichtigste Titel, den man da nennen kann. Aber auch, wenn man ehrlich ist, kann man die Monster Hunter-Reihe dazu zählen oder
oder die ersten beiden No More Heroes Teile. Und im Indie-Game-Segment gab es Spiele wie Titan's Souls zum Beispiel, wo ihr mit so einem einzelnen Pfeil die Bosse besiegen müsst. Oder das großartige Jotun, wo ihr gegen nordische Götter antretet. Oder Fury, das ein bisschen aussieht, als hättet ihr einen Neon-Schlaganfall bekommen. Aber ja, klar, das hat da nicht angefangen. Dieser Trend wurde weitaus früher erfunden. Deswegen ist es eigentlich schon auch nicht mehr wirklich ein Trend. In den 90er Jahren trat zum Beispiel Contra Hardcores auf den Plan. Diese Levels waren derart kurz, dass man zum Beispiel im allerersten Level nach nicht mal anderthalb Minuten auf den allerersten Boss trifft. Und so zieht sich das durch Contra Hardcore. Das ist im Grunde ein endloses Aufeinandertreffen von Bossen gewesen. Es gab dann später noch weitere Plattformer, die das gemacht haben. Etwa im Jahr 1990 das Street Fighter Spin-Off Street Fighter 2010. Und ja, das ist hier tatsächlich ein offizieller Street Fighter Spin-Off, obwohl er überhaupt nicht danach aussieht. Und auch hier hast du eigentlich fast ausschließlich gegen Bosse gekämpft. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn man sich wirklich mit Boss-Game auseinandersetzen will und mit den Anfängen davon, dann muss man das Genre wechseln und zwar rüber zu den Prügelspielen. Die haben euch im Grunde seit jeher nur gegen besonders schwere Gegner gestellt, denn hier macht man nichts anderes als Bosse zu verkloppen. Diesen Trend begonnen sehr früh haben zwei Spiele, nämlich Yi-A Kung Fu aus dem Jahr 1985, wo du mehrere Martial Arts Master besiegen musst, und noch mal früher dran war dieses Spiel hier. Im Jahr 1983 war nämlich einer der Spielepioniere dafür verantwortlich, dass diese Boss-Games quasi losgetreten wurden. Punch-Out von Nintendo hat euch nur gegen Bosse geschickt. Und zwar ein paar der einprägsamsten. Es gab ja später noch die Version mit Mike Tyson und das galt unter anderem als das Spiel mit einem der schwersten Bosse aller Zeiten, weil Mike Tyson einfach niemand niederbekommen hat, so wie im echten Leben auch. Hier gab es auch so Abschnitte zwischen den jeweiligen Bossen, wo man dann so trainieren musste, aber im Großteil ging es darum, besonders schwere Boxer zu besiegen und ja, damit ist es ein Boss-Game. Und passend zum Boss-Game möchte ich euch einen speziellen Modus vorstellen, der etabliert wurde über die Jahre, nämlich der Boss-Rush-Modus. Der ist nicht ganz so verbreitet wie die Boss-Games mittlerweile, wobei von verbreitet kann man auch nicht reden, so viele davon gibt es gar nicht, aber es gibt schon deutlich mehr, als es zum Beispiel den Boss-Rush-Modus gibt. Falls ihr nicht wisst, was das ist, das kennt man üblicherweise in älteren Spielen und wurde da eingesetzt, um euch vor dem finalen Endboss nochmal so eine richtige Challenge vorzusetzen. Das heißt, man musste in diesen Spielen ganz häufig die Bosse, die man früher im Spiel schon besiegt hatte, direkt hintereinander nochmal bekämpfen. Meistens war das nicht irgendwie zwei Bosse oder drei Bosse, sondern gleich wirklich fünf oder sechs Bosse, die man da zu bezwingen hatte. Und die Entwickler haben damit gleich zwei Dinge auf einmal gemacht. Das ist nämlich eigentlich sehr clever, die Idee gewesen. Auf der einen Seite haben sie die Fähigkeiten abgefragt, die ihr euch bis dahin schon angeeignet habt. Und auf der anderen Seite hat es natürlich auch eine psychologische Komponente gehabt. Denn wenn ihr plötzlich fünf Bossen gegenübersteht, die vorher noch so eine richtige Hürde waren, dann stellt man sich unweigerlich die Frage, Moment mal, wenn das jetzt so einfach ist, wie hart muss denn dann der letzte Endboss sein? Und das war ein cleveres Spielchen, um so ein bisschen die Spannung nach oben zu treiben. In Okami zum Beispiel hat man das gemacht. Vor dem Endboss sind erstmal fünf Bosse aus den vorherigen Levels auf euch eingeprallt. In Kingdom Hearts 3 besteht im Grunde das halbe Endgame daraus, dass man in mehreren Szenarien ganz viele Bosse der vorherigen Spiele oder desselben Spieles besiegen muss. In den Kirby-Spielen und den späteren Castlevania-Teilen konnte man einen extra Boss-Rush-Modus freischalten. Denn auch wenn das nicht ins eigentliche Spiel integriert ist, gilt das als Boss-Rush-Modus. Den kann man dann meistens über das Menü anwählen oder in Spielen wie Hollow Knight gibt es das dann auch manchmal als DLC nachgereicht. Und Contra 3 zum Beispiel hat sogar den Trick genutzt, dass euch am Ende Bosse der beiden vorherigen Spiele vorgeworfen wurden. Wenn man hier durchdringen will zu dem ersten Spiel, das den Boss-Rush erfunden hat, dann kommt man aber auch wieder an einem Genrewechsel nicht vorbei, nämlich zu den Shoot'em-Ups. Und da sind gleich zwei Spiele mit hauptverantwortlich gewesen. Im Jahr 1986 trat nämlich Gradius auf den Plan. Genauer gesagt Gradius 2. Und jetzt haltet euch fest, dass in einigen Ländern Salamander hieß. Und in Salamander musste man drei Bosse aus dem ersten Gradius vor dem letzten Endgegner bezwingen. Den Trend begonnen hat aber ein anderes Spiel. Auch im Jahr 1986 kam Fantasy Zone raus, das euch vor dem letzten Endgegner auch da mehrere Bosse vorgeworfen hat. Die besondere Schwierigkeit war hier, dass man wirklich richtig daran zu knabbern hatte, weil man auch keine Items kaufen konnte, wie das sonst im Spiel möglich war. Ja, und damit haben wir auch da
unser First. Ja, und nur falls ihr euch fragt, natürlich gab es auch immer mal wieder den Fall, dass man einem großen Videospielboss gegenüberstand und dann musste man ihn gar nicht bezwingen. Ja, es gibt die Fallout-Spiele, die sind ein berühmtes Beispiel dafür. Meiner Ansicht nach ist das bessere Beispiel aber die Deus Ex-Reihe. In denen hatte man tatsächlich die Möglichkeit, die Gegner, vor allen Dingen auch manchmal die Endgegner, so lange zu belabern, bis sie einfach freiwillig das Feld geräumt haben. Ja, in Fallout konnte man den Endgegner zur Aufgabe zwingen. Auch ganz weird. Erfunden haben die beiden Spiele das aber natürlich nicht, auch wenn Fallout ein recht früher Vertreter ist. Aber 1987 war ein anderes Spiel vorher dran, nämlich Wonder Boy in Monsterland. Und da gab es im Wüstenlevel die Möglichkeit, zur Sphinx vorzudringen. Und statt dass die euch direkt mal auf die Fresse haut, fragt die euch lieber ein paar Fragen. Und wenn ihr die richtig beantwortet, lässt ihr euch einfach durchgehen. Und das war's mit diesem Boss. Antwortet ihr falsch, dann fliegen euch die Feuerbälle ums Gesicht. So, und damit kommen wir zu dem Thema, das sich für diese Folge gewünscht wurde, nämlich die mehrstufigen Bosse. Erstmal möchte ich erklären, was sind denn überhaupt mehrstufige Bosse? Das ist, glaube ich, ganz schnell erklärt, denn ne, ihr kommt zu einem Boss rein und das kennt ihr bestimmt alle. Ihr knabbert euch übelst einen ab an so einem Boss und dann liegt ihr plötzlich im Staub und ihr denkt schon so, yes, ich hab's geschafft. Doch dann steht er wieder auf und sagt so, haha, das ist nicht mal meine Final Form. Und das gibt es ja mittlerweile sogar als Meme. Sprich, solche Bosse sind so designt, dass sie nochmal eine zweite Phase haben oder eine dritte Phase. Meistens sind diese Phasen sogar nochmal stärker. In den World of Warcraft-Spielen ist das häufig so, dass diese Raid-Bosse bis zu 3-4 Phasen haben und jede einzelne davon wird immer krasser. Auch die Dark Souls-Reihe ist bekannt dafür, dass man sich nie so ganz sicher sein kann, ob der Boss, wenn er dann da halt wirklich liegt, ob er nicht direkt wieder aufsteht. Das Schlimme ist, dass sie dann oft halt auch nochmal eine neuen vollen Lebensbalken dazu bekommen. Die Anfänge dieses Trends gehen tatsächlich sehr weit zurück. Und ich habe mich so ein bisschen durchgraben müssen zu der Frage, wo denn das angefangen hat und habe gemerkt, so das geht auch wieder sehr weit zurück. Zur Mega Man-Reihe zum Beispiel. Ich dachte erst so, ja, Mega Man Dr. Wily, der hat sich doch am Ende immer irgendwie verwandelt. Und das stimmt auch. Und damit wäre Mega Man tatsächlich eines der ersten Spiele, wenn nicht sogar das erste. Aber Mega Man begann damit erst im dritten Teil. Vorher hat Dr. Wily immer nur ein einziges Raumschiff benutzt. Im dritten Teil verwandelt er sich aber tatsächlich in dem eigentlichen Bosskampf. Viel früher waren dann eigentlich nur noch zwei weitere Spiele dran. Das erste kam im Jahr 1986 raus und hieß, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Castlevania. Und in Castlevania, wenn man sich zu Dracula durchgekämpft hat und den dann um seinen letzten Lebenspunkt gebracht hat, dann hat er sich tatsächlich nochmal verwandelt und zwar in eine deutlich stärkere Form und hat auch nochmal einen neuen Lebensbalken dazu bekommen. Auch im Jahr 1986 war aber noch ein anderes Spiel dran und das war tatsächlich nur ein bisschen früher als Castlevania, denn Castlevania erschien im September 86, im Mai, also 4 Monate früher erschien aber Dragon Warrior, beziehungsweise in Deutschland kennen wir es als Dragon Quest und im ersten Teil konnte man den Drachenlord, also den Dragon Lord bekämpfen und der hat auch mittendrin im Fight gesagt so, nee, ich habe keine Lust schon abzutreten, ich verwandle mich nochmal in meine ultimative Form. Und das war damals 1986 der erste mehrstufige Boss. So, jetzt wisst ihr mehr. Ja, das ist das First für diese Folge, beziehungsweise diese Folge habe ich euch ja ein paar Firsts mehr geliefert. Das hat auch mal Spaß gemacht, hier nicht nur eins zu haben. Die Videospielbosse gab es halt in unterschiedlichsten Formen und ich habe versucht, mir mal so ein paar rauszusuchen, die nicht so sind wie der größte Boss oder der schwerste Boss. Das kennt man ja alles, sondern ich habe mir meine First rausgesucht. Lasst euch also nicht entmutigen, wenn ihr mal nicht genannt werdet. Ich versuche, mir eure Beispiele alle rauszunehmen. Ich habe jetzt mal wirklich alle Kommentare rausgesucht aus den letzten 2 Folgen und habe damit so eine DIN A4-Seite gefüllt. Das ist manchmal nicht leicht, aber ich hoffe, dass ich genau deinen Tipp fürs nächste Mal treffe. Bei First, haltet uns die Treue hier bei GTV, lasst ein Abo da und ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch in der neuen Folge. Bis denn, tschüss.